Thema war die italienische Verfassungsreform. Zeller legte die Argumente dar, die für ein Ja beim Verfassungsreferendum sprechen. Vitalini warb für das Nein. Der Vorsitzende des Südtirol-Ausschusses, Hermann Gahr, sagte nach dem Treffen, Österreich werde unabhängig vom Ausgang des Referendums zu seiner Schutzmachtfunktion für Südtirol stehen. Und damit Sie informiert in die Abstimmung am 4. Dezember gehen, stellt die Tagesschau in dieser Woche die Verfassungsreform in ihren wichtigsten Punkten vor. Heute geht es unter anderem um das Thema direkte Demokratie. Wahlgesetze, Bürgerbeteiligung, Wahl des Staatspräsidenten. Sollte die Verfassungsreform angenommen werden, so muss in künftigen Wahlgesetzen auf regionaler und nationaler Ebene eine Frauenquote festgeschrieben sein. Bedeutet, die Gleichberechtigung wird weiter verankert. Die Zuständigkeit für Wahlgesetze ändert sich. Die Abschaffung des Zweikammersystems bringt, dass der Senat beim Wahlgesetz zur Abgeordnetenkammer nur beratende Funktion hat. Für Bürger wird es schwieriger, Gesetze auf den Weg zu bringen. Es müssen dreimal so viele Unterschriften wie bisher gesammelt werden. Im Gegenzug muss das Parlament den Gesetzentwurf innerhalb einer vorgegebenen Zeit behandeln. Bei abschaffenden Referenden sinkt das Quorum, wenn die Einbringer mehr Unterschriften sammeln. Künftig wird es auch vorschlagende Referenden geben. Weil man die Bürgerbeteiligung eher erschwert. Man führt zwar ein propositives Referendum ein, aber da braucht es ziemlich viele Unterschriften. Und auch bei den Unterschriften für das Abschaffende geht man einen zwar neuen Weg, aber nicht unbedingt einen erleichternden Weg für die Bürger. Wenn das Ja gewinnt, dann werden die Rechte der Bürger gestärkt. Sie können auch neue Gesetze einführen mit einer Volksabstimmung. Außerdem kann das Parlament nicht mehr wie bisher Volksbegehren einfach versanden lassen, sondern es muss sie in einer gewissen Zeit behandeln und darüber abstimmen. Die Verfassungsreform ändert auch die Wahl des Staatspräsidenten sowie die Wahl von 5 vom Parlament bestimmten Verfassungsrichtern. Die Bevölkerung wird älter. Der Markt reagiert und bietet vermehrt Produkte speziell für ältere Menschen an. Für die Freizeit ebenso wie für die im Alter oft mühsame Bewältigung des Alltags. Die Seniorenmesse Senaktiv in Innsbruck bietet einen